Wir haben hier oben haben wir zur Not einen Weg, den wir, ja, ich muss hier bauen. Das ist eigentlich schon irre, ne? Wie weit kommen wir denn? Okay. Bauen wir den Weg. Rechtskurve. Hey. Hallo? Solltest du nicht eine Rechtskurve machen? Obwohl da ist ein bisschen ungünstiger. Da sieht ungünstig aus. Mach mal deine Rechtskurve. Musste ja. Natürlich. Auf 13 müssen wir dann. Oh, da haben wir doch die 13. Eingang. Ja, den Ausgang mache ich mal irgendwo. Da nützt mir nichts.
Ich glaube, Fuß ist aber erstmal hoch. Hä? So. Aber das war ja klar, so was Extremes musste ja. Ah, ich sehe schon, wir müssen Dings, muss ich umbauen. Ich muss den Ausgang umbauen. So. Der Ausgang muss umgebaut werden. Auch hoch. Jetzt weiß ich absolut nicht, wie es da aussieht. Man weiß auch mal nicht, welcher Baum ist es denn jetzt? Okay. Baum, ja. Was hat er jetzt für Probleme? So. Mini-Hubschrauber. Ich weiß gar nicht, müssen die ja strampeln oder was müssen die machen? Ich habe keine Ahnung. Aber schade, die Wege sind natürlich meistens alle in der Luft, so dass man nirgendwo Stände dran bauen kann. Park mit dem niedrigsten Besuchswert. Jo! Was sagt denn unser Besuchswert? Den haben wir sonst normalerweise. Ne, sind wir wohl falsch. Andere Statistik. Besuchswert, welche ist das denn? Parkbewertung ist höher. Niedrigste Besuchswert. An wem liegt's denn? Mein Gutster. Gott sei Dank habe ich vorher schon oft genug bewiesen, dass ich reichlich
reichlich Besucher anlocken kann, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber hier tut sich ja noch nichts. Eisverkäufer. Eisverkäufer machen wir dahin. Niedrigste Besuchswert. Na, die sind ja lustig. So. Vielleicht kommt er jetzt. Ist ja auch eine Wahnsinnsforschung. Diesmal. Da. Meine Achterbahn und selbst die bauten Dinger sehen wahrscheinlich alle aus wie gewollt und nicht gekonnt, aber Hauptsache die Leute stehen an und fahren mit. Das Schwerste ist ja erstmal, dass er einen vernünftigen, den Rest kriegt man dann irgendwie noch hingefummelt. Aber dass er erstmal eine lange Strecke findet für den Bahnsteig, ich sag mal Bahnsteig, für den Einstiegsbereich bei einer Attraktion. Da sind überall Bäume zum Beispiel. So. Nützt nichts, müssen wir ja wieder. So, weil wie will man denn da rankommen? Und andererseits ist es schade um den Platz eigentlich, weil die Attraktion ja eigentlich gar nicht so viel bringen, oder? Okay, da haben wir alles. Dann geht's erstmal hoch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Okay. Aus der Richtung angucken. Hieße, da ist ja schon alles vollgeknallt mit Bäumen. Da kommen wir also noch gar nicht. Da kommen wir gar nicht weg. Wieder ein Baum. Der gleiche Baum. Was ist das denn? Ja, da lang. Was heißt nur bis Baumhöhe? Wo willst du denn hin? Wieso denn? Warum? Wir sind doch gerade so.
Ey, eben war doch keiner am Weg. Wo ist er denn her? Ich komme jetzt. Mein Kuddelmuddel, ey. So. Oh, da klappt doch nicht, die fährt doch nicht, wenn da nicht ein bisschen Dings reinkommt. Das ist ja auch die. Was ist das? Warum macht er das? Da gar nicht. Wieso baut er denn immer noch hoch? Aber kein Mensch ist da. Er soll noch. So, das geht wieder nicht, weil da auch schon Baum im Weg ist. Ja. Bin ich denn überhaupt?